Willkommen zurück zu Secret of Evermore. Ja, ich bin Level 8, ihr seht schon, weil ich meine Aufnahme nicht gestartet bin, leider hier hingegangen, habe einen Gegner gekillt, da bin ich Level 8 gekommen. Bitte nicht wundern. Jetzt geht's allerdings weiter. Das fiel mir leider auf, nachdem ich schon Level 8 war. Bitte wundert euch nicht, wir haben ja auch eh schon letzte paar Level 8 erreicht, aber da muss ich den Safe State laden. Egal. Oh. So, weiter geht's aber jetzt. Wir sind letztes Mal gestehen geblieben nach Vulgars Tod, nachdem wir zumindest Vulgar besiegt haben und einen schlauen Bär befreit haben. Und schauen wir, was hier so abgeht. So. Oh. Hi. Ja, schieb ihn doch zu mir, du Hurensohn, Levi. Ey, ohne Spaß. Also der Hund, nicht mit du. Ja, genau. Schiebt er den Arsch zu mir, Alter. Was ist mit ihm? Was ein scheiß Hurenbock. Stimmt, wir können es auch da oben durch. Aber bringt uns nicht viel. Ich würde sagen, euch Knechte besiegen wir noch. Ja, mit einer Doppelbombo-Kombo. Easy auf Flow. Batz. Batz. Ach, fuck, man. Batz. Batz. Ey, mein Kill, du Huren. Tja, geschieht dir ganz recht. Weg. So, dann gehen wir mal zu Zora. Wir können ja sagen, dass wir schlaue Bär gerettet haben. Das war ja definitiv unsere Aufgabe. Wobei, wir können nochmal direkt schlaue Bär besuchen. Levi! Komm ein bisschen zu Feuerauge. Ja, das sollten wir tun. Aber vorher empfehle ich euch beiden was ganz anderes. Lasst uns doch mal schlaue Bär besuchen. Denn der lebt natürlich hier auch. Aber nur außerhalb des Dorfes. Dies war nämlich der Anfang des Spiels, wer sich daran erinnern kann. Und bei ihm kann man durchaus über billigte Produkte kaufen. Das ist der Ort, wo ich euch empfehle zu kaufen. Oh, ein Panzerhelm. Danke, wir haben ja nicht mal das Armband. Hier lohnt es sich. Geiler Safe. Nice. Leute, wie findet ihr das? das habt ihr jetzt alle nicht gesehen, selbstverständlich. So. Jetzt geht's aber zu schlauem Bär. Der wohnt hier. Der wohnt hier. Hallo Kirby. Endlich kann ich mich wieder mit meinen Forschern widmen. Dank dir hat mich Vulgar nicht verspeist. Nimm die Heilaura-Formel, sie wird dir helfen, wenn du vergiftet wurdest. Du Formel bildet zwei Wurst und einen Tropfen Öl. Ja, nehme ich mal rein, aber lohnt sich nicht einzusetzen, glaubt mir. Und hier könnt ihr schön Öl für 60 kaufen. Also wenn sich das mal nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht, Boys. Wurzeln sind sehr wichtig, die müsst ihr später noch zu Genüge kaufen, glaubt mir. Es lohnt sich wirklich. Auf Wiedersehen. Was zum Teufel? War das gerade die Einrastfunktion? Ich habe nicht einmal Shift gedrückt, Bruder. So, danach könnt ihr diesen Wald wieder roden. Und können zu Zora gehen. Zu Zora, nicht zu einem Zora. Aus Zelda, das Spiel kommt auch noch. Komm, Levi. Wir haben noch was zu tun. So, was willst du uns sagen, Zora?
Wie ich sehe, warst du in Vulgors Höhle erfolgreich. Tja, ich bin eben toll und ich habe dort eine tolle Axt gefunden. Hey, die sieht ja toll aus. Schlaube ist wieder in seiner Hütte südlich vom Dorf. Aber inzwischen haben wir ein neues Problem. Der Vulkan im Norden kühlt sich langsam ab. Wenn das so weitergeht, haben wir bald eine neue Eiszeit. Das tut mir wirklich leid für euch, aber ich muss jetzt wirklich nach Großostheim. Du solltest trotzdem erst einmal nach der Quelle dieser Kältewelle zu forschen. Ich komme übrigens auch aus Großostheim. Groß, nicht Krost. Mein Großvater bewohnte das Labor auf dem kleinen Hügel. Ich würde Ostflügel sagen. Er hat eine Maschine gebaut, mit der man in eine selbstgeschaffene Welt reisen kann. Sword Art Online? Nun, mein größter Wunschtraum war es, immer einmal in einem Steinzeit zu reisen. Aber aus 3 Stunden, die ich hier verbringen wollte, sind inzwischen 30 Jahre geworden. Das ist traurig. Trotzdem spüre ich auch hier ab und zu Einfluss der realen Welt. Der reellen Welt. Dieser plötzliche Kälteeinbruch könnte das Werk einer Person aus der reellen Welt sein. Und diese Person kontrolliert anscheinend die bösen Vulkanechsen. Im Vulkanzentrum könntest du die Antwort dafür finden. Und vielleicht findest du dort auch jemanden, der dich nach Hause bringen könnte. Aber das Wichtigste ist, dass du unser Dorf rettest. Das hört sich genauso absurd an wie die Handlung der heißen Hexen. Schmecken nicht. Aus heiße Hexen schmecken nicht. Heißen Hexen, habe ich gesagt. Also Mehrzahl von Hexen. Scheiße. Nicht an. In dem Film landen 5 Astronauten auf einem Planeten, der genauso aussieht wie die Erde. In einem Vulkankrater entdecken sie dann eine Hexe, die mit Eiterbeulen. Ach, egal. Ich glaube, ganz so ekelhaft wird das wohl nicht werden. Falls du trotzdem irgendwelche Probleme haben solltest, kannst du mich mit Hilfe des Zauberns beirufen. Ja, das ist sehr wichtig. Danke, Zora. Wenn du meine Hilfe brauchst, dann wirf eine Perle auf die Erde. Ich werde sofort kommen und dir mit meinen Zaubersprüchen helfen. Ja, aber wie kann ein Mädchen wie du uns helfen? Du bist doch noch viel zu klein. Das ist ganz einfach. Soll ich dir zeigen, warum ich die Dörfler Feuerauge nenne? Ja, gerne. Geh zur Seite. Jo. Alter, nein, ich hab geloadet. Ruf mich mit einer Zauberperle, wenn du mich brauchst. ja, das werden wir tun, ne, Levi? Das tun wir, oder? Auf jeden Fall. Ja, uns bleibt keine Wahl. Hallo, fetten Kinder, geht mal weg. So, aber erstmal speichern wir ab. Oh, jetzt habe ich das Mikro wieder gestoßen. Dies möchte ich auch, Bruders. Das ist wie bei den Goronen bei Zelda. Ah, wir können es auch gleich noch eine Formel holen. Stimmt ja, sorry. Bei ihm hier, und zwar Energieschild. Du hast Schornbär aus der Käfersteppe gerettet. Das hast du sehr gut gemacht. Ich könnte dir eine neue Formel geben. Was meinst du? Es ist das Energieschild. Nimm ein Stück Lehm und etwas Asche, um deine Abwehrkräfte zu stärken. Okay. Sehr nützlich, aber nein, das will ich nicht haben. Noch nicht. Wir gehen aber weiter. Nicht treffen, dass diese Pflanzen fressen einen tatsächlich. So, ich gucke mich jetzt tatsächlich ein bisschen mal mehr um. Und es ist sehr ruhig, das Spiel. Das finde ich auch zugleich schön. Wollte gerade sagen, wenn du guckst, lässt du dich gleich nicht nochmal treffen. Nektar einmal gefunden, oh! Aber dich nehme ich doch mit, du bist schöne Erfahrung für mich. Du gibst mir sehr gute EP. Ah, ein Herr
Ich kaufe und verkaufe die beste Rüstung. Wie kann ich dir helfen? Oh, shit, er verkauft wirklich gute Sachen. Aber wir sind pleite. Noch. Oh, geh doch weg. Keine Sorge, wir holen noch alles nach. Von den Gegnern bekommt man nicht wirklich was. Eigentlich lohnt es gar nicht, diese hier zu besiegen, aber naja. So, hier ist irgendwo was. Gewesen. Keine Ahnung wo, ist mir aber auch egal. Ja, fragt mich nicht, wie ein Mensch ein Stück Wasser finden kann. Aber es ist so in Secret of Evermore. Es ist die reine... Oh, wir haben schon gewonnen. Es ist die reine Stärke von dem Jungen, der Wasser aufheben lassen kann. Er ist einfach Jesus. Er ist Chuck Norris, Leute. Nein, ich bin nicht gläubig. So, schauen wir doch aber erstmal. Hallo? Danke. Schauen wir doch aber erstmal, was es hier oben so gibt. Oh, gruselig. Ich weiß. Und giftig. Hier gibt's allmählich genug Spinnen. Ja. Ich bin gar kein Spinnenfan, ich habe keine Angst vor Spinnen, aber ich finde sie nicht so toll. Es gibt coolere Viecher. Also die Gegner meine ich. Und das ist das Schöne an Heilaura. Ist jetzt was verständlich, aber ich will euch gerne den Effekt mal zeigen. Du Huren. Es lohnt sich nicht gegen sie zu kämpfen, weil sie immer wieder kommen, die Spinnen. So, und hier oben wird jetzt knackig, denn wir kommen an eine weitere Kampfszene an. Levi, bist du bereit, dir Mühe zu geben? Ich bin es. Auf geht's. Du betrittst das Land der Knochen. Bereite dich auf dein Ende vor. Okay. Er meint's ernst, Leute. Okay, aber ich habe keinen Bock zu sterben. So, ihr könnt sich sehr schön mit den Formeln bearbeiten, die ihr von Sora zum Beispiel auch bekommen habt. Aber die Viecher drücken ganz schön Damage rein, das sage ich euch. Hier lohnt sich der allererste Energieschild zum Beispiel auch sehr. Oh, ja, da seht ihr es ja. So, ihr müsst auf jeden Fall erstmal alle Echsen besiegen, dann kommt erst der große Macker runter. Und die Musik, die ist so episch. Und zugleich könnt ihr so auch euren Hitzeblitz trainieren. So, und die ersten Echsen sind schon krepiert. Wobei... Nee. Okay, jetzt geht's los. Jetzt kommt der große Boss runter. Und wird versuchen zu kämpfen. Und ihn werde ich jetzt mal richtig versuchen zu besiegen. Okay, schon 30 Damage, über 30 Jahren abgezogen. Ach komm. Aber wir können auch ein bisschen mit unseren Formeln spielen, nicht wahr? Neun Damage. Easy.
So, und der Speer, ich hasse Speere, habe ich schon gesagt, ich werde ihn nicht nutzen. Was heißt, ich hasse, ich mag sie einfach nur nicht. Ist eine sehr effektive Waffe im Mittelalter gewesen, aber nicht mein Ding. Allein schon, wie er sie hält, das hasse ich. Ob die Tür wohl zum Vulkan führt? Danke, dass du die Höhlenkreaturen besiegt hast. Sie haben den heiligen Friedhof durch ihre Anwesenheit entweiht. Waren das die Echsen? Ja, das waren die Echsenmenschen vom Vulkan. Sie haben den Friedhof angegriffen, um sich mit den Knochenteilen auszurüsten. Wenn wir zur Mitte des Vulkans vordringen, werden wir sie vernichten? Warum begibst du dich dorthin? Es ist sehr gefährlich dort. Feuer hat uns von dem Plan der Echsen erzählt. Feuerauge? Ich kenne sie. Du musst nichts mehr sagen. Wenn du ein Freund von ihr bist, dann weiß ich, dass du dir trauen kannst. Auf der Spitze des Vulkans wirst du den Schlüssel zur Tür für den Vulkan finden. Ich öffne dir das Tor. Ich hoffe. Alles klar. Öffnen Sie mir mal das Tor, Mister. Soll ich eine Wunde? Nein, das wäre mega nice. Wenn du später verwundet wirst, kannst du meine Krafttauch verwenden. Das ist eine sehr schöne Attacke übrigens. Du musst nur einen Tropfen Wasser mit einer Wurzel vermischen. Nice. Oh. Ich sortiere auch mal direkt unsere Inventar. So. So muss ich das immer haben. Und direkt Rüstung wechseln. Waffe wechseln. Ich hasse den Speer. Okay. Ich würde sagen, das war's vom nächsten Partikel auf Evermore. Ich hoffe, hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Und dann, bis dann. Ich muss erstmal nach Hause kommen. Tschüss.